Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dragon Age Origins. Und wir wollten hier mit Kaylon reden. Feldwebel Kaylon. Hallo Feldwebel Kaylon. Wie K1, Gay1, was? Nein. Seid ihr hier, um noch ein Verbrechen zu melden? Ja, Ich natürlich. schwöre, wir sollten das gesamte Viertel abriegeln. Oh, kann ich euch helfen, Wächter? Oh, er weiß, dass wir Wächter sind. Ihr braucht Hilfe. Woher wisst ihr, wer ich bin? Woher wisst ihr, wer ich bin? Den ranghöheren Wachen wurde im Palast ein Bild von euch gezeigt. Oh. Ich muss sagen, die Zeichnung wird euch nicht gerecht. Ha, Keine danke. Sorge. Selbst wenn ich die offizielle Version der Ereignisse in Ostagar glauben würde, so bin ich doch kein Narr. Würde ich meinen Männern befehlen, euch festzunehmen, würden sie sich nur in den Armen ihrer Kurtisanen ausheulen. Und ich könnte hier alleine darauf warten, aufgespießt zu werden. Stört einfach den Frieden auf dem Markt nicht. Das genügt mir. Kluger Mann, kluger Mann. Ich mag ihn. Also, ihr braucht Hilfe? Was? Ihr meint es ernst? Ich meine, ja, ich könnte Hilfe brauchen. Es gibt hier ein ziemlich beliebtes Etablissement, in dem es vor Söldnern nur so wimmelt. Ah, okay. Wenn ich meine Jungs hinschicke, könnten sie verletzt werden. Der Erbauer möge es verhindern. Und dann muss ich ihren adligen Vätern erklären, dass Wachdienst tatsächlich gefährlich ist. Toll. Und was soll ich machen? Das sind bestimmt die Rotpaddel in der Taverne. Der Name des Hurenhauses ist die Perle. Oh. Schlagt jeden Söldner nieder, der sich daneben benimmt. Es soll eine Botschaft sein. Wohlgemerkt, niederschlagen, nicht töten. Das ist wichtig. Kein Feuer, keine Explosion. Oder der Erbauer weiß, welche anderen Todesarten ihr euch ausmalen könnt. Entschuldigt, ich bin einfach zu sehr daran gewöhnt, meinen Jungs Befehle zu erteilen. Lasst sie einfach am Leben und ich bin glücklich. Betrachte es als erledigt, Feldwebel. Vielen Dank, Wächter. Also dann, Weidmanns Heil. Ich mag den. Ja, heil und so, ne? Aber ich bin Ausländer, ich darf das Es scheint, als sagen. hätten die Kämpfe begonnen. War wohl doch zu viel von euch. Oh, Scheiße. Huch! Was zu. Alter! Hallo, hoho! Es geht so Perle. Na, ich habe mich schon gefragt, wann werden wir endlich mal in so einem Freudenhaus ankommen, und das ist wohl jetzt. Ich freue mich schon. Oh, wir haben so sogar einen Weg. Mal gucken, ob wir angegriffen werden oder sowas derartiges. Nee, werden wir nicht. Okay, gut. Was ist das? Schweinskopf. Nichts. Eine Truhe. Wasser. Oh, da sind ja die Gegner. Und ich frage mich, wo die ganzen Viecher sind. Oh. Da seid ihr ja. Räuber. Komm da alle her. Ich klatsch dich weg, du Versager. Schalalala. Ich bin dran. Was macht Morrigan? Der geht's gut. Oh! Okay, das habe ich nicht gesehen. Wir sollten auch hier rausgehen am besten. Naja, hoch. Ich wollte hier angreifen. Ich hätte das eigentlich wissen sollen, dass sie fallen sind, aber naja. Ich war ja. Wie ihr wünscht. Ach na. Ich hätte wirklich wissen sollen, dass eine Falle ist. Mist, ey. Huch. Ich habe vergessen, dass in diesem Spiel Fallen existieren. Ja. Mal gucken, wie viele Fallen hier noch sind. Hau nicht ab. Ich glaube, das sind Explosionsfässer. Ja, ich bin auch verletzt. Jetzt sei still, Mädchen. Das müsst ihr mir nicht zweimal sagen. Aber du bekommst einen Rundumschlag. Einen Rundumschlag kriegst du. Ins Gesicht. Ich gebe mein Bestes. Aliliana hat noch keine einzige Falle gesehen. Bis jetzt. Das war's? Loser, Alter. Alles Versager. Ah, ich fand den Mann wirklich toll, den Feldwebel. Natürlich. Feldwebel. Felb.
Man konnte dem Typen unter den Rock schauen, Alter, ist das ekelhaft. Uah. Uah. Männer unter den Rock schauen. Liliana, kannst du dich hier umgucken, ob hier ist eine. Na, nein, dann halt nicht. Okay. Liliana! Armbrust. Okay. Die können wir dann noch verkaufen. So, Was ist das? Stadtkarte. Stadtkarte. Okay. Sonst gibt's hier nichts. Eine Truhe. Oh. Liliana, würdest du mal kurz. Ihr haltet hier. Wie kann Liliana, ich würdest euch du. helfen? Ja, mach du mal hier Truhe auf und so. Was auch Komm. immer ihr wünscht. Ja, das kannst du gut. Schwache Eissalbe, okay. Keine Ahnung, für was die gut ist, aber. Naja, egal. So, jetzt aber. Jetzt auf zur Perle. Wird geladen. Scheiße. Die Stoppuhr hat gestoppt. Na, Scheißdreck. Vermummter Kurier. Okay. Rausschmeißer. Okay. Buch. Okay. Okay. Speicher lieber mal. Was will der Kurier von uns? Sagt eurem Hauptmann, dass unser Abkommen nun besiegelt ist. Was? Unserem Hauptmann? Welcher Hauptmann? Ich bin der Hauptmann. Hä? Verstehe ich nicht. Egal. Hört mit euren Das Spielchen Bube auf, Kailan schickt Isabella. euch, Wir wollen oder? unser Geld. Ja. Schön, dass er uns nicht vergessen Wohl, hat. mit wem ihr Die sprecht. Söldner sind da Aber drüben. ich gebe euch die Und Möglichkeit, wenn ihr mich wegen zu etwas verständigen. anderem hier seid, dann sprecht. Okay. Man muss euch zeigen, wo euer Platz Was soll ich machen? Hallo? Sie ist zu gut. Jetzt verschwindet und seid dankbar, dass ich nur euer Gold genommen habe. Idioten. Isabella? Isabella? Was? Ein grauer Wächter. Hallo? Ich dachte, sämtliche Wächter Ferelden seien getötet oder verbannt worden. Ma. Sieht nicht so überrascht rein. Auf meinen Reisen bin ich vielen von euch begegnet und es ist immer etwas Seltsames an euch. Kräftige Hände. Wollt ihr nicht euren Orden verlassen und bei mir anheuern? Derart Nein. kräftige Hände könnte ich gut an meinem Ruder gebrauchen. Du hast ein Ruder? Alter. Nee. Eure Kampfkünste sind beeindruckend, finde ich toll. Ich vermute, ihr habt das kleine Drama mit angesehen. Ma? Kein jämmerlicher Schläger war mir jemals gewachsen. Sie sind zu unbeholfen und berechenbar. Ich kämpfe mit Schnelligkeit und Raffinesse, statt mit roher Gewalt und Kraft. Ich nenne mich einen Duellanten, weil ich meine Fähigkeiten im Laufe der Jahre in Duellen gegen Krieger weiterentwickelt habe. Ja. Könnte ich mit euch duellieren? Wie gesagt, ist es besser, sich nicht treffen zu lassen. Am besten ist es allerdings, überhaupt nicht in Kämpfe zu geraten. Na, könnt ihr mich lernen? Vielleicht wisst ihr ja etwas. Eine ungewöhnliche Bitte von einem gefürchteten Streiter gegen die dunkle Brut. Ich fühle mich geschmeichelt, dass ihr von mir lernen wollt, Herzchen. Aber ich habe euch beobachtet und den Eindruck gewonnen, dass euch eine gewisse Anmut fehlt, die erforderlich ist. Ihr seid es bereits gewohnt, auf eine bestimmte Art zu kämpfen, richtig? Ich kann euch einige Grundlagen lehren. Vielleicht könnt ihr sie an jemanden weitergeben, der an dem interessiert ist, was ich anzubieten habe. Allerdings möchte ich meinen potenziellen Schüler besser kennenlernen. Also lasst uns etwas zu trinken bestellen und erweist mir die Ehre eines Spiels. Oh, Gibt es keine. Na, naja. Wieso können wir uns da nicht einfach duellieren? Ich frage mich wirklich, wer gewinnen würde. Was würde das bringen? Wenn ich euch besiege, könnte ich denken, dass ihr zu langsam und dumm seid, um von mir unterrichtet zu werden.
Und wenn ihr mich besiegt, würde ich denken, dass ich euch nichts mehr beibringen kann. Nein, wir spielen und denken nicht an einen Kampf. Okay, also gut, spielen wir. Habt ihr jemals Sündenfall gespielt? Nein. Die Regeln sind einfach, aber es ist schwierig, darin wirklich gut zu werden. Oh oh. Ihr müsst das Spiel eures Gegners ebenso im Auge behalten wie euer eigenes. Okay. Bevor wir anfangen, müssen die Karten gemischt werden. Soll ich das übernehmen oder möchtet ihr? Ich trau ihr, mischt. Wie ihr meint. Scheiße. So, das sollte genügen. Mhm. Jeder beginnt mit 5 Karten. Möge der raffiniertere Spieler gewinnen. Okay. Der Dolch der gewundenen Schlange. Darauf habe ich gewartet. Das Spiel fortsetzen. Oh, diese Runde werde ich wohl gewinnen. Okay. Weiter. Ha, der Engel des Todes. Das Spiel ist beendet. Wir müssen beide unsere Blätter aufdecken. Ah, das ist ein ziemlich gutes Blattherzchen. Für einen schlechteren Spieler hätte es vielleicht gereicht. Schlangen der Täuschung und Gier, Lieder der Kühnheit und Gnade. Kein herausragendes Blatt, aber es reicht mir zum Sieg. Nach all den Jahren bin ich immer noch ungeschlagen. Kann mir denn niemand das Wasser reichen? Ich hab's nicht ganz verstanden. What? Noch eine Runde, bitte. Ich hab's nicht ganz verstanden, aber bitte. Ah, das ist die richtige Einstellung. Gut, spielen wir noch eine Partie. Bevor wir anfangen, müssen die Karten gemischt werden. Soll ich das übernehmen, oder... Ich werde mischen. Gut, dann fangt an. Abheben? Seid ihr endlich soweit? Jeder beginnt mit 5 Karten. Okay. Möge der raffiniertere Spieler gewinnen. Bin ich wieder dran? Fortsetzen? Ich kann nichts machen, außer fortsetzen. Ja. Ich werde eine weitere Karte nehmen. Okay. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das auch tun. Ja, ich kann fortsetzen. Toll. Ha, der Engel des Todes. Ah. Das Spiel ist beendet. Wir müssen beide unsere Blätter aufdecken. Naja. 2 Schlangen, 1 Lied. Nicht schlecht. Aber der Rest eures Blattes ist... ziemlich erbärmlich. Schlangen der Täuschung und Gier. Lieder okay. der Kühnheit und Gnade. Das hatten wir doch schon. Ein herausragendes Blatt, aber es reicht mir zum Sieg. Nach all den Jahren bin ich immer noch ungeschlagen. Kann mir denn niemand das Wasser reichen? Ja, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass sie betrügt, denn wir haben ja nichts verloren, ne? Sie hat nur gewonnen, ist auch okay, finde ich jetzt nicht schlecht. Aber ich finde, wir sollten mit dem Unterricht beginnen. Nicht so schnell, Herzchen. Ich bin nicht sicher, ob ich euch schon gut genug kenne. Kommt, ein Spiel noch. Gut, ich denke, eine Runde können wir noch spielen. Ah, das ist die richtige... Ja, bevor mach. Bevor wir anfangen, müssen die Karten, gemischt werden. Misch du. Wie ihr meint. So. Das sollte genügen. Jeder beginnt mit 5 Karten. Ja. Möge der raffinierte... Ja. Oh, die Karte kommt genau richtig. Also ich glaube, sie sagt, sie will uns ja kennenlernen. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn... dass sie denkt, dass wenn wir ihr ganz das Blatt geben, dass sie denkt, dass sie viel zu einfach reingelegt werden können. Aber wenn wir die ganze Zeit nur selber mischen würden, dann würde sie denken, dass wir überhaupt keinem vertrauen. Und ich weiß gar nicht, welches davon jetzt das Bessere wäre. Ich, fortsetzen. Ich glaube, ich werde diese Karte verdeckt spielen. Spielen wir Yu-Gi-Oh! Oder was spielen wir jetzt? Einmal habe ich gedacht, okay, ist so eine Art Poker. Und dann habe ich nochmal gedacht, ist so eine Art Blackjack. Jetzt Yu-Gi-Oh! Was zur Hölle geht jetzt? Naja... Der Engel des Todes. Des Todes, ja, das Spiel, das Spiel beendet. Ist beendet. Wir okay. Wir müssen beide unsere Blätter aufdecken. Dann machen wir. 2 Schlangen, hatten wir doch schon. Okay. Nicht schlecht. Ja, erbärmlich. Ich habe 3 Engel. Tapferkeit, Wahrheit und Barmherzigkeit und dazu den Ritter der Morgenröte. Ich habe gewonnen.
Nach all den Jahren bin ich immer noch ungeschlagen. Ja. Kann mir denn niemand das Wasser reichen? Noch eine Partie? Nur einen Moment. Kommt bitte mal her. Diese Isabella betrügt. Habt ihr das bemerkt? Was? Ich wusste es ja natürlich. Also ich wusste schon, dass sie betrügt. Ich glaube, sie hat dabei Hintergedanken. Sie möchte wissen, ob ihr klug genug seid, um ein Duellant zu sein. Und so will sie es herausfinden. Ich glaube, gemeinsam könnten wir sie überlisten. Ich kann euch helfen. Warte kurz. Eben diese Stoppuhr. Hier. Das klingt nach einem guten Plan. Machen wir mal. Also, spielen wir nochmal? Ja. Zu flüstern. Komm, noch eine Runde, bitte. Naja. Bevor wir anfangen, müssen die Karten gemischt werden. Ja. Soll ich das übernehmen oder möchtet ihr? Ich werde mischen. Gut, dann fangt an. Einmal du, einmal ich. Ich mische diesmal die Karten. Seid ihr endlich soweit? Ja. Jeder beginnt mit 5 Karten. Möge der raffiniertere Spieler gewinnen. Ah, der Ritter der Morgenröte. Schon genau wieder. Die Karte, die ich brauchte. Ja, und wetten, du kriegst noch 3 Engel? Ich glaube, ich werde diese Karte verdeckt spielen. Ha, der Engel des Todes. Das Spiel ist beendet. Ich habe Lieder der Dämmerung und des Herbstes und Schlangen des Verfalls und der Trauer. Ich habe die Engel der Wahrheit und der Kühnheit. Die Ritter des Mitgefühls und der Gnade. Sie sind nur ein wenig besser als meine Karten, aber sie bringen euch den Sieg. Mein Glückwunsch. Ihr habt bewiesen, dass ihr sowohl schnell als auch einfallsreich seid. Es wäre mir eine Ehre, meine Fähigkeiten an euch weiterzugeben. Okay, ich warte. Kommt, wir brauchen dafür ein wenig Platz. Oh, es wird spaßig. Wir sind eigentlich wegen den Söldnern hier, aber... Naja, trainieren kann man ja immer, ne? Ich glaube nicht, dass ich euch noch etwas beibringen kann. Vielleicht könntet ihr ja weitererzählen, woher ihr euer Wissen habt. Okay. Rausschmeißer. Aha, okay. Ich wollte erstmal mit dir quatschen, bevor ich mit jemand anderem quatsche. Hallo. Willkommen in der Perle. Hallo. Ich bin Sanga, die Besitzerin. Bitte setzt euch und macht es euch bequem. Jeder hier ist ein Meister seines Fachs. Lasst euch von niemandem etwas anderes erzählen. Ich fürchte, ihr werdet einer nach dem anderen gehen müssen. Unsere Zimmer sind nicht groß genug für so viele Leute. Aber darüber können wir uns gleich unterhalten. Also, was soll ich euch zeigen? Die Männer oder die Frauen? Oder hättet ihr gerne eine Auswahl von beiden? Erstmal finde ich es toll, dass man hier zweigeschlechtlich hier unterwegs sein kann. Ein Paket hat darauf hingedeutet, dass hier ein Treffen von Freunden stattfindet. Sie blickt finster und macht eine leichte Beugung in die Richtung der Hinterzimmer. Aha. Als wolle sie vermeiden, die Aufmerksamkeit der Leute dort zu erregen. Ja, Aufmerksamkeit zu erregen, in diesem Haus zu erwähnen ist, naja. Ich gehe einfach mal hier rein. Gehe ich automatisch wieder raus? Nein, diesmal nicht. Hier sind auch so wenige Leute. Wenn man bedenkt, dass hier... Wieso lachst du? Oh, was mir gerade einfällt. Liliana. Kann ich euch irgendwie helfen? Was wisst ihr über diesen Ort? Denerim ist die wichtigste Stadt von Ferelden, nicht wahr? Ja. Es ist das Herz von Ferelden. Ja. Seine Mauern sind stark und umschließen... Ich dachte, die redet jetzt über dieses Haus hier. Schade. Ich wollte schon sagen, woher weiß denn die alles? Aber... Bratwurst? Weggehen. Ich werde erstmal mich anderweitig umgucken, bevor ich da meine
Dinger machen. Aber ich würde gerne mal, also ich speichere erstmal, ne? Muss ja sein. Also jetzt. Willkommen zurück. Ja, hallo. Was Ich kann ich möchte für hier euch tun? mal und so. Wartet hier. Ja, mal gucken, was ihr anzubieten habt. Aber bevor ihr eure Wahl Was trefft, zum. möchte ich euch noch kurz an die Gildenregeln erinnern. Ja. Seht ihr diese reizenden Herren an der Tür? Aha. Solltet ihr meine Leute nicht anständig behandeln, werden Ja. sie sich ein wenig mit euch unterhalten. Oh. Ihr bezahlt im Voraus 40 Silber. Ich bin es leid, Soldaten vom Pier zu werfen, weil sie ihr Geld vergessen haben. Wir sind ein Handwerksbetrieb, kein Wohltätigkeitsverein. Also, möchtet ihr euch bekannt machen? Handwerkbetrieb, okay. Ja, ich mache einfach 40, ich habe gespeichert. Dann trefft eure Wahl. So, Gefährtin, 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 ja, super. Alle heißen Gefährtin. Kann auch gar nicht gucken. Ich will gucken. Lass mich gucken. Nee. Nee. Ich stehe nicht so auf Zwergen. Nee. Mom. Oh, noch eine. Na, komm, lass mich mal gucken. Nee. Also, ich entscheide mich zwischen ihr oder ihr oder ihr. Ich fühle mich irgendwie so schlecht gerade, aber es ist ja fürs Let's Play, ne? Da muss man ja und so Bildung, kennt ihr ja, ne? Ist ja. Ich glaube, ich will hier nochmal gucken. Irgendwie achte ich irgendwie bei sowas immer aufs Gesicht. Entscheide mich für ihr, für sie. Hier entlang. Oh Fall wie die dunkle Brut über mich her und arbeite dich nach oh. Süden vor. Oh. Okay, wird gemacht. Das war's? Na, langweilig. Na gut, gelohnt hat sich das jetzt nicht. Aber war lustig, fand ich lustig. So. Okay, du. Hallo. Dreh um und geh wieder, Fremder. Das hier betrifft nur die weißen Falken. Sicher? Auf Befehl der Wache verlässt ihr bitte dieses Etablissement. Also, Etablissement finde ich so ein schönes Wort für so eine, naja, handwerkliches Arbeitshaus. Ja, bitte verlasst das. Hör sich einer diese Wache an. Du gibst uns Anweisungen? Ja. Adelige wollen auftauchen, verlasst, verlässliche Soldaten. Verlässliche, tut mir leid. Kein Gesindel. Also würdet ihr bitte, also. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Männer, wir gehen. Wir Danke. wollen doch Logay nicht verärgern, oder? Sagt Kylon, ich schulde ihm was. Werde ich machen. Auf. So, das war's. So, jetzt wollte ich mich hier nochmal umgucken. Nicht, dass ich jetzt jemanden hier störe während und so. Ach, hier waren wir gerade eben zu Besuch. So, hier war nichts. Der wollte eine Parole wissen, der Mann. Die Griftons werden sich wieder erheben. Oh. Das sollte kein Problem sein. Noch ein Anhänger der Grauen Wächter. Nicht nur ein Anhänger, Payden. Das ist ein grauer Wächter. Das ist der, nach dem Arl Hau sucht. Ein Wächter ist uns in die Falle gegangen? Erste und letzte Chance. Ergebt euch! Natürlich, natürlich. Natürlich bin ich euch in die Falle gegangen. Ich war mir schon sicher, denn wir haben ja das Plakat gelesen. Ich war mir schon sicher, das könnte nicht so stimmen. Denn wer würde öffentlich ein Plakat aufhängen in dieser Stadt, wo er ganz genau weiß, dass
in der Stadt der Logain, also der jetzige König, oder er ist das König, ne? Lebt. Ja. Das glaube ich euch sogar. Allerdings ist es mir völlig egal. Wir sind keine einfachen Wachenwächter. Wir sind Hauselite. Chevra, Tennant und Javi, lasst uns gemeinsam einen Wächter töten. Oh, wollte das jetzt wirklich? Gut, dann halt so. Ich will die gar nicht angreifen, aber wer nicht hören will, der muss fühlen, wa? So, jetzt klatsche ich den mal weg. Huch, das wollte ich gar nicht. Wir haben keinen Platz, um hier zu kämpfen. So, wo ist die Frau hin? Da ist die Frau. Angreifen! Der Kunari hat Spaß hier hinten. Oh, unser Hund ist Level up. Und das war's. Na? So, Rundumschlag noch einkassiert. Hoffentlich sind die jetzt nicht tot. Bitte? Sind die nicht tot? Also, ich würde mich freuen, wenn die nicht tot wären. Ich wollte nicht mit euch reden, ich wollte die Leiche plündern. Naja, dann sind die halt tot. Das sollte kein Problem sein. So. Dann halt so. Dafür kann ich nichts, ist nicht meine Schuld. Die haben angefangen. Ja? Ach, wir sind wieder hier. Ich wollte eigentlich gar nicht. Lass mich durch! Ich wollte eigentlich hier vorbeigucken. Hallo, Rausschmeißer. Gibt's hier noch was? Nein? Hier bin Würdest du ich. bitte, Liliana, also das wäre sehr lieb, wenn du. Wie ihr meint. Danke. Und wir können jetzt rausgehen. Und, danke. Aber hat diese Frau noch was zu sagen? Willkommen zurück. Was Ja. kann ich für euch tun? Okay, schon Kommt gut. bald wieder. Ja, okay. So. Diese Isabella, ne? Also, manche werden es vielleicht wissen, aber. Marktviertel, okay. Manche werden es wissen, ich habe Dragon Age 2, habe ich schon mal erwähnt, Dragon Age 2 als erstes gespielt, bevor ich Dragon Age Origins spiele. Ich Das ist habe gerade gehofft, euch zu treffen. Ich blind. habe gehört, was in der Perle geschehen ist. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das geschafft habt, aber sie sind alle ohne Aufhebens abgezogen. Ja. Die Arbeiter in der Perle werden. Niemand außer mir gibt meinen Männern Befehle. Eine kleine Lektion in Respekt wäre angebracht. Ich verstehe. Haltet euch nicht damit auf, dieses Gesindel zu verschonen. Hier wird es gleich unschön. Kann man nicht reden, Alter. Ah, hoch. Nein, zurück. So. Christophorus. Okay, Christophorus, den hau ich mal von Latz. So, hoffentlich wird er nicht sterben. Hallo, klatsch ihn. Und bam. Oh, sein Schwert brennt. Oder seine Axt, was auch immer. Und das war's mit dem. Was ich sagen wollte. Die lassen auch nie mit sich reden. Und würdet ihr bitte mal alle zusammen hier angreifen? Alice ist da. Naja. Oh, Liliana. Ich setze mich mal anders hin. Liliana ist schon von uns gegangen, die Arme. Die lassen auch nie mit sich reden. Ja, komm, hau ab. Und tot. Stirb. So. Die haben Spaß hier hinten. Der leuchtet ja. Feldwebel Kaelin. Ey, der Name Kaelin kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Du, stirb. Ach, hier waren wir ja schon mal. Okay. Bam, ins Gesicht. Ins Gesicht. Okay, das war's. Das Es gibt war's. wirklich Huch. Leute, die euch freiwillig angreifen? Wie dumm kann man sein? Hier ist die Frage ich mich versprochene auch. Bezahlung. Wenn ihr interessiert seid, hätte ich vielleicht noch mehr Arbeit für euch.
Aber ich kehre jetzt ins Händlerviertel zurück. Die Seitengassen sind einfach zu gefährlich für mich. Okay, viel Spaß. Ciao. Oh, zwei Gold. Gyros. Ich habe mich so dran gewöhnt, Euro Gyros zu nennen. Wie ihr wünscht. Oh. War's das jetzt? Okay. Wir können jetzt abhauen. Stopp! Noch gucken, was ich alles so bekommen habe. Ja. Oh, seine Axt haben wir bekommen. Leliana! Ist das was für dich? Kannst du damit umgehen? Nee. Der fällt noch ein bisschen stärker. Aber sonst ist. Wow, ein Saphir. Schick. Ein Teppich haben wir sogar bekommen. Oh Gott. Naja. Ach stimmt ja, ich erinnere mich noch, wie wir den Teppich bekommen haben. So, ich wollte wieder zurück in die Dinggasse. Na. Heruntergekommen, Nebenstraße. Dunkle Gasse. Wohin sollen wir nochmal gehen? Ah, dorthin, ne? Ich glaube, dahin gehe ich jetzt auch, denn in der Stadt habe ich jetzt nichts mehr verloren. Oder? Oder, ne? Also ich würde sagen, in der Stadt habe ich jetzt nichts mehr verloren. Oder ich möchte in der Stadt noch... Also ich möchte in der Stadt halt nichts mehr machen. Deswegen gehe ich mal hier hin. Von dort aus gehen wir dann zum Zirkel der Magi und dann werden wir irgendwann mal die Zwerge besuchen. Aber das dann auch erst später. Ich überlege, ob ich jetzt erst hier hingehen soll oder erst dahin. Ich gehe erstmal zum Lager. Da können wir nochmal alles hier abchecken und dann... Ich habe euch angelogen, was meinen Grund betrifft, Orlais zu verlassen. Okay. Ich wusste, dass ihr mit etwas hinter dem Berg hieltet. What? Aha, und warum? Ich wollte zu dem Zeitpunkt nicht darüber reden. Was mir widerfahren ist, könnte auch uns betreffen. Es muss nicht geschehen, aber ihr solltet Bescheid wissen. Ich kam nach Ferelden und zur Kirche, weil ich in Orlais gejagt wurde. Gejagt? Weswegen denn? Mir wurde etwas angehängt. Ja? Mich hat jemand verraten, den ich zu kennen glaubte und dem ich vertraute. Marjolaine, ach so. Meine Gönnerin und Freundin. Sie hat mich in der Kunst der Barden ausgebildet. Wie man mit Wort und Gesang bezaubert, wie man eine Adlige spielt oder auch ein Dienstmädchen. Was ich lernte, setzte ich ein, um ihr zu dienen, meiner Bardenmeisterin. Denn ich liebte sie und meine Arbeit bereitete mir Freude. Aha, interessant. Also ich habe von den Namen Marjolaine schon mal gehört, es gab so ein DLC. Und das habe ich da halt auch gehört. Naja, wie hat sie euch denn hintergangen? Man könnte sagen, es war meine Schuld. Ich sollte einen Mann töten und Marjolaine alles bringen, was er bei sich trug. Ich wusste nicht, wer der Mann war. Sie gab mir einen Namen und eine Beschreibung und ich spürte ihn auf. Er hatte Dokumente bei sich. Versiegelte Dokumente. Ihr habt sie geöffnet? Meine Neugier war zu groß. Irgendetwas sagte mir, dass ich wissen müsste, was auf diesen Papieren geschrieben stand. Marjolaine hatte alle möglichen Informationen über Orlais an andere Länder verkauft, darunter an Nevara und Antiva. Es war Hochverrat. Na Gott. Ja, was soll ich jetzt sagen? Sie ist doch selber eine Badin, deswegen kann ich nicht sagen, es ist für eine Badin täglich Brot, weißt du? Sonst würde ich sie ja beleidigen. Und ich frage lieber, ist das schlimm? Für mich war es das. Als Bardin wusste ich, dass man seine Loyalität flexibel halten muss. Mich beschäftigte nicht, dass sie eine Verräterin war, sondern dass ihr Leben in Gefahr war, sollte man sie durchschauen. Orlais hat schon gegen viele Länder Krieg geführt und nimmt derlei Taten sehr ernst, wie ich später erfuhr. Und was meint ihr damit? Ich hätte es einfach auf sich beruhen lassen sollen, aber stattdessen sagte ich Marjolaine, dass ich um ihr Leben fürchtete. Sie wischte meine Besorgnis beiseite und gab zwar ihre Schuld zu, behauptete aber, das sei alles Vergangenheit und deshalb müssten die Dokumente auch zerstört werden. Ich glaubte ihr bis zu dem Moment, als sie mir die Dokumente zeigten und ich sah, dass sie in ihrer Handschrift geändert waren und nun mich als Verräterin hinstellten. Oh Gott.
Sie hat euch hintergangen? Ja. Die Wachen von Orlais. Sie nahmen mich gefangen, taten mir Schreckliches an. Ich sollte gestehen und meine Mitverschwörer preisgeben. Ich ertrug die Strafe, die Verrätern zukommt, und am Ende wartete lediglich die Ewigkeit in einem namenlosen Grab auf mich. Wollte ich gerade sagen, wie kann man nur so schrecklich sein? Man hilft jemandem, man zieht sozusagen diese Person auf, man führt sie in der Hand zu einem Weg, wo sie hingeführt wird, also von einem selbst, und dann verratet man diese Person einfach gnadenlos und die Person wird dann einfach mit dem Tode bestraft. Es ist doch abartig. Schrecklich. Was ich von Marjolaine gelernt hatte, erwies sich doch noch als nützlich. Ich floh, als sich die Gelegenheit dazu bot. Ich habe Marjolaine danach nicht aufgesucht. Hätte sie befürchten müssen, dass ich komme, hätte sie mich erneut gefangen nehmen lassen. Also kam der nach Ferelden, nach Lothering. Ich wollte ihr gegenübertreten. Ich war zornig wegen ihres Verrats, aber was hätte ich gegen sie unternehmen können? Also floh ich nach Ferelden, zur Kirche und zum Erbauer. Ferelden schützte meine Person und der Erbauer rettete meine Seele. Und das ist der Grund für mein Hiersein, der wahre Grund. Keine Lügen mehr. Zumindest nicht bei dieser Frage. Danke, dass ihr mir das anvertraut habt, Liliane. Ich bin froh, dass ich diese Last los bin. Danke fürs Zuhören und für euer Verständnis. Das ist schon krass irgendwie. Nach der Zeit immer so... Merkt, man glaubt die einfach, von Anfang an glaubt man jeder Person, denn die gehören zu deiner Truppe, wie gesagt, schon eine Familie. Danach stellt sich jedes Mal in einer Zeit raus, dass diese Person eigentlich dich angelogen hat von Anfang an und jetzt erst mit der Wahrheit rauskommt. Okay, ist ein gutes Zeichen, dass diese Person jetzt die Wahrheit sagt, weil die Person dir jetzt auch vertraut, aber trotzdem ist irgendwie schon gemein. Naja. Kann ich euch irgendwie helfen? Keine Ahnung. Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Okay. Du hast nichts Neues? Speichern. Hast du was Neues? Beschäftigt euch etwas? Keine Ahnung. Natürlich. Okay. Nichts, was mich interessiert. Hund! Alles klar? Ja! Ja, ja, ja. Bist du ein Feiner. Streicheln. Okay, genug gestreichelt. Steen, mein Bester. Alles klar? Willst du einen Keks? Ihr habt gerufen. Warum wart ihr denn eingesperrt eigentlich? Ich habe mich selbst eingesperrt. Ein schwacher Geist ist ein tödlicher Feind, wie ihr bestimmt wisst. Und was genau ist geschehen? Ich habe euch bereits erzählt, dass ich hierher geschickt wurde. Und ich war nicht allein. Ich kam mit 7 der Beresat, meinen Brüdern, in eure Länder, um Antworten auf die Verderbnis zu suchen. Wir sind ohne Zwischenfälle durch Ferelden gezogen. Und haben nichts von der Bedrohung gesehen, die wir beobachten sollten. Bis zu der Nacht, in der wir unser Lager außerhalb von Lothering aufgeschlagen haben. Sie kamen von überall. Aus der Erde unter uns und aus der Luft über uns. Die dunkle Brut entsprang sogar unseren eigenen Schatten. Ich habe gesehen, wie die letzte dieser Kreaturen fiel. Aber es war zu spät. Ich war besiegt. Was ist mit den anderen Kunari geschehen? Man hat mir gesagt, dass es keine weiteren Überlebenden gab. Ich weiß nicht, wie lange ich zwischen den Toten auf dem Schlachtfeld lag. Und auch nicht, wie die Bauern mich gefunden haben. Ich weiß nur, dass ich nicht mehr bei meinen Brüdern war, als ich erwachte. Und dass mein Schwert nicht mehr in meiner Hand lag. Ihr habt es vermutlich auf dem Schlachtfeld fallen lassen. Vielleicht. Ich habe danach gesucht. Und weil ich erfolglos war, habe ich meine Retter gefragt, was damit geschehen ist. Und dann? Ich habe sie erschlagen. Mit bloßen Händen. Ja. Ich wusste, dass sie das Schwert nicht hatten. Sie hatten keinen Grund, mich anzulügen. Ich geriet in Panik und habe sie niedergestreckt, ohne nachzudenken.
Es war nur ein Gegenstand, Steen. Ihr könntet euch einfach ein anderes Schwert besorgen. Hat euer Volk keine Seelen, wie wir sie kennen? Wie angenehm für euch. Dieses Schwert wurde allein für meine Hand gefertigt. Ich habe es seit meiner Aufnahme bei den Beresat getragen und sollte es bis zu meinem Tod für mein Volk schwingen. Selbst wenn ich Ferelden und Tevinter unbewaffnet durchqueren und dem Arishok Bericht erstatten könnte, würden die Antam mich augenblicklich niederstrecken. Sie würden erkennen, dass ich ein Seelenloser bin, ein Deserteur. Kein Soldat würde sich von seiner Klinge trennen, solange er noch atmet. Okay, das ist also der Grund, warum er nicht wieder zurückkehren möchte. Könntet ihr nicht danach suchen? Wenn ich wüsste, wo ich suchen muss, läge es bereits wieder in meiner Hand. Wo habt ihr denn gegen die dunkle Brut gekämpft? In der Nähe von Lothering. Kellen Hedesenteten? Keine Sorge, wir werden es finden. Auch wenn diese Worte leer sein sollten, danke ich euch dafür. Wir werden das Schwert finden. Also, der ist... Am Anfang hatte ich gedacht, also ich bin jetzt von den Rassen ausgegangen, dass die Kunari halt die Amerikaner, also die Uranwohner der Amerikaner wären. Irgendwie mit so, ne, groß, stark, kräftig, braun. Aber jetzt denke ich auch irgendwie, das ist auch die asiatische Seite mit dem Schwert einer Seele. Denn den Soldaten, selbst also den Samurai und den Soldaten damals in Japan, waren halt ihre Katana, ihre Schwerter, ihre Samurai-Schwerter sehr wichtig. Und sie meinten, dass in den Schwertern halt eine Seele lebt. Und das war sogar auch im Neuzeitkrieg der Japaner. War das im Zweiten Weltkrieg, glaube ich, oder so? Keine Ahnung, ich kenne mich jetzt mit Zeiten jetzt nicht so aus. Aber das war so, dass halt, weiß ich, wie viele Samurai-Schwerter hergestellt wurden, nur damit die Soldaten ihre Samurai-Schwerter bei sich trugen. Das hat die irgendwie aufgemuntert. Die hatten da irgendwie mehr... Was zur... Ach so, ist ein Schatten. Die hatten halt mehr das Gefühl, okay, ich kämpfe für mein Land. Weißt du? Und ja, sowas in der Art sind auch halt die Kunari. Interessant. Eine Mischung aus Japaner und Afrikaner. Toll. Ja, lach mich aus. Steckt wirklich voller Fragen. Klar. Okay, nichts Neues. So, mit allen anderen habe ich schon gequatscht, aber ich gucke mal, ob ich so die Vorräte noch abgeben kann. So, ja. Huch. Achso. Ja, und abgeben. Na komm, abgeben. Na, abgeben. Okay, weggehen. So. Die Dinge, die ihr uns gebracht habt, werden uns enorm nützlich sein, Wächter. Bitte. Ja. So. Ich tue noch mal ein paar Sachen hier rein, dann gehen wir auch weiter. So. Diese Axt. Ich sollte die Axt behalten. Die kann ich verkaufen. Oh, tut mir leid. Ich sollte die Dinger hier auch erstmal wegpacken, denn ich brauche die jetzt erstmal nicht. Denn es gibt jetzt nichts, was ich den jetzt da so... Hä? Wieso sind jetzt alle Dinger wieder zurück bei mir? Verstehe ich nicht. Habe ich auf alles nehmen gedrückt oder wie oder was? Jetzt habe ich die Dinger zweimal, toll. Naja. Hast du die Dinger wieder zurück in dein Inventar gelegt? Nein, hat er nicht. Gut. Was war das? Ein Teppich, ne? Okay, Teppich, Seidenteppich, okay. So, ich möchte kurz zum Händler und dann beende ich auch die Folge und in der nächsten Folge werden wir dann nach der Urne suchen? Du. Bitte lass es mich wissen, wenn ja, ich okay. So. Jetzt sieht das mal so bimmelt wie in so einem Geschäft. Finde ich toll. Schon wieder! Alter! Na egal. Runterscrollen. Boah. Okay, nichts, was wir gebrauchen können jetzt. Diamant, Saphir und ein Teppich und das da. Das war's dann auch. Gutes Ding hoch, das da kann ich verkaufen. Okay. Na, scheiße. Scheiße. Ja. Komm. Ich bin mir sicher. Ja. So.
Die Armbrust wollte ich noch verkaufen, denn die Armbrust brauchen wir überhaupt nicht. So, sind die Handschuhe die guten? Okay, ist eine gute Handschuhe. Sind gute Handschuhe, ne? So. Ein Elf steht hier schon. Mal gucken, wie viele noch auf unserer Seite stehen werden. Na, schon wieder alles in meiner Tasche, Mann. Ich muss ja jedes Mal wieder das zurücklegen, wa? Ist schlimm. Rein da, rein da, rein da. That's what she said. Rein da, rein da, rein da. Oh Gott. So, so, na. So, was war das? Ein Geschenk, okay. Rein da, rein da, rein, rein da, rein da. Auch rein. Auch rein. Gut, das wäre dann alles. So. Das wär's dann, ne? Ich könnte jetzt die Folge beenden. So, Kinder, ich wünsche euch viel Spaß. Wir sind schon bei über 30 Minuten bestimmt. Ich wünsche euch viel Spaß und sage ciao. Wow, schicker Mond. Und sage ciao.